Marketing in Zeiten der Rezession. Aktuell begegnet mir ein sehr interessantes Phänomen. Vielleicht kennen Sie das. Einerseits, wenn Leute das Wort Rezession hören, geht ja meistens der Rotstrich sofort zum Thema Kostenkürzen. Wir müssen erstmal sparen, Rezession, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Damit wir da wieder heile rauskommen, geht der Rotstift um. Andererseits haben wir momentan natürlich eine enorm hohe Innovationsquote. KI und auch geopolitische Herausforderungen und sonstige Herausforderungen, die Unternehmer fordern, eigentlich aktiv zu sein. Aktiv zu sein, und hierfür bedarf es nun mal auch eines gewissen Budgets. Und das betrifft auch den Bereich Marketing. Das heißt, man lebt wirklich in dieser Diskrepanz einerseits zwischen sparen müssen, andererseits Aktivität zeigen zu müssen. Und diese Herausforderung macht viele Unternehmer doch relativ nervös und sie wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Und so bekommen wir in dieser Hinsicht eben auch einige Anfragen. Und ich kann das auch sehr gut verstehen, denn es betrifft das Thema Budgetallokation im Bereich Marketing. Und das ist nicht immer einfach. Es ist verdammt komplex, muss ich sagen. Und denn es betrifft tatsächlich die Fragen, welche Kanäle sollte ich nutzen, um meine Zielgruppe zu erreichen? Wie häufig sollte ich diese Kanäle einsetzen? Mit welchen Inhalten sollte ich sie füttern, in Anführungszeichen, all diese Aspekte. Und um das sinnvoll beantworten zu können, bedarf es natürlich vorab einer detaillierten Analyse. Das ist alles möglich und machbar. Für die meisten, die aber sowieso schon sehr stark involviert sind in ihrer Alltagsarbeit, häufig nicht realisierbar und umsetzbar. Deswegen bieten wir an, Sie dabei zu unterstützen, diese Budgetallokation gemeinsam mit Ihnen durchzuführen und so sicherzustellen, dass Sie das Geld, was Sie in diesem Jahr ausgeben möchten, auch wirklich zielgerichtet, effizient und effektiv einsetzt. Wenn Sie das Thema interessiert, melden Sie sich. Wir freuen uns.